So. Warten wir mal kurz. Der geht nämlich gleich wieder rein. So. Ach Mist. Was soll das denn? Ja, gucke ich mal eben nach vorne. Was hier vorne so ist. Ah, hier ist eine Leiter. Was? Ja, ja, genau. Okay. Ja, Franzosen sind ganz schöne Petzen, habe ich den Eindruck. Ja gut, das machen die auch anderswo, dass die sich gegenseitig anschwärzen, weil sie sagen, oh ja, hier, verfeindete Gruppe, naja, die schwärzen wir an. Nein. Siehst du? Sag ich doch. Jeder muss für sich selber sorgen. Genau, jeder muss es sich selbst besorgen. Ich muss mal das Mikro ein bisschen. So. Was, der Wirt? Hm. Also entweder sind wir hier in irgendeinem komischen Kinderporno-Ring gefangen oder dieses komische Codewort meint irgendetwas anderes, was nichts mit perversen Dingen zu tun hat, wenn man davon redet, Kinder abspritzen zu wollen. Also so, gucken wir mal. Warum bin ich da unten eigentlich so rot erleuchtet? Hat mich irgendeiner von den Flachwichsern etwa gesehen? Nö, jetzt nicht. Also ich schleiche noch ein bisschen rum. Also ich muss da wohl irgendwie rein. Gucken wir mal. Hier sieht mich doch wohl keiner. Der da auf jeden Fall nicht. Okay. Also ich bleibe hier noch mal ein bisschen in der Ecke, weil... der wird sich sicherlich gleich umdrehen. Und in unsere Richtung gehen, weil wir kennen ja seine Route. Ah, der... Ah, jetzt ist mir klar. Ich hätte den eigentlich eben umbringen müssen, als der andere in der anderen Richtung stand. Weil dann kann ich den hier töten und dann den da hinten. Aber ich weiß nicht, wie das mit den anderen beiden Wachen von vorne aussieht. Weil der hier geht jetzt hier nach vorne und dann geht der an ihm vorbei. Und in dem Moment kann ich... ihn hier umbringen. Ja, ist klar. Und ihn hier auch gleich. Zack. So. Nur jetzt weiß ich nicht, was mit den anderen beiden los ist. Hey. Ach, die Maus hing mal wieder. Morphium, so. Das ist schon mal gut. Ich weiß übrigens nicht, wie das klingt. Ah, das kann ich nicht mitnehmen, aber den kann ich umlegen. Und wehe, der hat noch seinen Kollegen hier irgendwo. Alter, jetzt verschwende doch nicht die ganze Zeit Kugeln. Wow. Wo kam der denn her? War ich das etwa? Ah, nein! Mist! Ich habe ganz vergessen, dass ich mit der mittleren Maustaste das Messer rauskramen muss, bevor ich den niederstrecken kann. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir vorgehen sollen. Das macht uns... Ja, ja, schnell laden. Och, nö. Safe Spot schon wieder hier. Finde das Wirtshaus. Ja, ja, ist klar. So. Jetzt uns nochmal um den kümmern. Jetzt wissen wir ja, jetzt können wir hier laufen. So. Zack. Vor allen Dingen frage ich mich... Och, wir haben tatsächlich wieder Schüsse für die Knarre. Ich dachte, wir hätten keine Munition mehr für das Ding gehabt. Warum haben wir denn jetzt auf einmal Munition für das Teil? Können wir hier auch schon? Ah, hier ist aber ungünstig. Ich sollte wohl die Straße entlang laufen. Ladida, la 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 la.
So, und dann entsprechend hier. Vor allen Dingen, weil der Typ steht da zwar auf der Veranda, aber da ist ja noch der andere. Ja, finde ein Boot, um den See zu überqueren. Hm, bla bla bla. Also die auf der einen Seite kann ich nicht umlegen, die da... Die da. Ich kann mich nur um die anderen beiden kümmern. Ja, ja, Partisan. Du meinst wohl Parmesan. Das ist das Zeug, was man über die Nudeln streut. So. Jetzt noch nicht? Oder? Na toll, jetzt wird... Ah, jetzt habe ich wieder... Ich habe den Moment verpasst. Das wissen wir beim nächsten Durchlauf dann. Wenn ich demnächst schon wieder sterbe. Dass wir den hier umlegen sollen. Weil jetzt der da... Der da latscht jetzt gleich dahin. Und er hier kommt gleich wieder zurück. Zurück. Siehste, sage ich doch. Der kommt zurück. Dann geht der andere da seinen Weg. Ja. Jemand hat kaum eine Liste gestohlen. Ja. Mit den Namen der Informanten. Und was denkst du, was ich hier gerade alles abarbeiten muss? Ich muss diese verfickte Liste abarbeiten, weil, ja... So im Sinne von, hey, wir haben nur eine einzige englische Spionin da irgendwo in Deutschland, Frankreich und so. Von daher muss die jetzt alle umbringen, die da auf der Liste stehen. Mhm, und auf der Liste stehen 2000 Leute. Mhm, schön. Hüpp und hüpp. Einmal hier. Und einmal hier. Zack. Na, das kriegst du nicht. Hättest... Wünschte dir wohl was? Ja, ja, einmal schön Oral hier. Ja, ja, also echt. Bist du doch nicht im Oral Office? So, den nehmen wir auch nochmal mit. Das war übrigens auch das Lustige, wenn der Rechner länger läuft, dann ist die Animation, wie man die Leute nimmt und ablegt, ist so unheimlich schnell, dass das quasi so instantmäßig passiert. So, einmal Morpheus mitnehmen. Und dann... Ich weiß nicht, inwieweit wir hier drin rumschleichen können. Damit habe ich jetzt aber keinen umgebracht. Medikit gibt's hier und einen Brief. Dann gucken wir uns doch diesen Brief mal etwas genauer an. Ein Brief, der vielleicht nützliche Informationen enthält. Ich halte die Klappe und ihr dürft den Brief kurz lesen. Beziehungsweise zuhören, lesen, wie auch immer. Dear brother, forgive me for not writing sooner. We are very busy hunting. We are cleaning out the partisan gangs. We are having quite a time. You would love it. There are even quite a few women. And afterwards, we often go to the inn, Le Boeuf. They have the wine and the best mademoiselles. Senior Storm Unit Leader Cam sometimes takes 2 or 3 trollops up to his room at the same time. Just imagine, you can look right into his bedroom window from an old mill. We found that out by chance. You wouldn't believe what goes on in there sometimes. Maybe I will tell you more next time. I must get back on duty. The owners of the inn here and his whores are supposed to have contact with the Resistance. We are going to have a nasty surprise. I will write again soon. Say hello to everyone for me. Heinz. Okay, das ist eine sehr nützliche Information, dass wir quasi aus einer alten Mühle, oder was das da war? Dear brother, ja, drei Flittchen. Ja, von einer alten Mühle aus hat man einen wunderbaren Blick in sein Schlafzimmer. Das heißt, wenn wir uns quasi ein Snipergewehr schnappen, dann könnten wir den da einfach umlegen, wenn wir wollten. So, den da unten mussten wir aktivieren, den Strom. Damit wir entsprechend da hinten das Boot herablassen können. Na gut, die beiden würde ich zwar gern umbringen, aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit, denn ich muss mir hier das Boot klauen. Und hier einmal den Hebel benutzen. So.
erfrischend. Herrlich. Nicht nur das Wasser, meine Süße. Hey, was fällt dir ein? Spaß muss sein. Pass bloß auf, sonst muss ich handgreiflich werden. Oh, handgreiflich? Sehr gern sogar. Oh ja, klingt gut. Vorher holen wir uns aber noch eine Flasche aus dem Weinkeller. Apropos, hast du eigentlich schon gehört, was man von der Mühle aus so alles beobachten kann? Nee, was denn? Von dort aus kannst du heimlich in Kams Zimmer gucken, ohne dass er was merkt. Da geht's manchmal ganz schön heiß her. Ui, dann können wir uns ja noch ein paar Anregungen holen. Pass auf, diese Nacht wirst du so schnell nicht vergessen. They were completely right. Okay, ich weiß nicht, was Jimmy Olsen da mit der Ollen getrieben hat, aber es hat uns weitergeholfen. Scheinbar, ja. Okay, wir haben eine Uniform gefunden, mit der wir uns wahrscheinlich wieder tarnen sollen. Jetzt fehlt mir nur noch irgendwo... Warum steht hier draußen keine Umkleide? Ah, da hinten ist ein Klohäuschen, da können wir uns mal kurz umziehen. Hoffentlich ist das kein Nutten-SS-Uniform-Anzug-Dings-da-Bumster. Hoffentlich ist das was Anständiges. So, dann ziehen wir uns mal um. Verlassen mal. Okay. Warte da, wir sind wieder die übliche Frau. Spielstand wird gespeichert. Dringe in die Mühle ein. In die Mühle eindringen ist einfacher, als in mich einzudringen. Weil ich bin total verklemmt. So. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Wir müssen nur weit genug weg von den Leuten sein. Gucken wir mal, was ist denn hier hinten? Ah, da ist noch eine Tür. Wo kommen wir denn da hin? So. Wahrscheinlich... Gucken wir mal, was hier so ist. LeBeuf. Ein Auto... Jetzt können wir natürlich keine Leute umbringen, weil die sonst Verdacht schöpfen würden. Warum rolle ich eigentlich das R so komisch? Okay. Wo geht's eigentlich dahin, zu der Tür? Die Tür wurde von der anderen Seite verriegelt. Das ist schade. So, LeBeuf. Ah, hier geht's auch rein. Der Typ steht da hinten. Normalerweise, wenn ich jetzt quasi ich wäre, würde ich den einmal schön von hinten Genick brechen oder sowas. Aber ich bin ja nicht ich. Ich bin ja jetzt quasi, ja, die Tussi. Mhm. Das ist schön für dich. Ja, genau. Ihr feiert alles, egal was es ist. Ihr feiert sogar, wenn euer Nachbar quasi sich den Fuß bricht, dann feiert ihr das auch. Ihr feiert alles. Ich klaue mir jetzt hier das Fahrrad. Was? Wart ihr gestern wieder am Spannen in der Mühle? Ja, ist spannend. So in der Mühle. Bin ich jetzt etwa wieder bei der anderen Tür? Ja, ja, ich weiß. Der hat hunderte von Doppelgängern. Alter, bei denen komme ich ja wohl gar nicht durch. Genau, die haben alle Doppelgänger. Ich glaube, das fällt auf, wenn ich hier hochklettere.